Im Ballsaal nahm ich Ballsaal. Oh, Junge, pass auf. Ich hab die Granate auf uns geworfen. Oh, da steht einer auf dem Pferd. Er sitzt. Da sitzt. Granate ist raus, ey. Da läuft er. Ja. Ja. Juhu. Ey. Ah. Warten, kann ich's warten? Junge, unser C ist das. Das hohe C, Junge. Au! Komm zurück! Ich spuck dich an! Für den Kuchen. Wir wollen einen Kuchen backen mit Hirschhornsalz. Moin moin, Ladies and Gentlemen, und herzlich willkommen zu einer Runde Krieg im Ballsaal. Oh, diesmal sind wir etwas in der Unterzahl. Ja, und ich mag diese Map eigentlich recht gern, muss ich sagen. Das ist eine meiner Lieblingsmaps in Battlefield 1. Und nach ein paar Runden Call of Duty kommt mir dieses Movement hier schon wieder so langsam vor. So, komm. Albert heißt das, glaube ich, ja nicht. Anton? Albert. Albert, ja. Albert Einstein, er muss erobert werden. Na, bitteschön. Wir haben Einsatzziel Albert erobert. Sag's doch. Albert. Diese blöden Namen, Alter. Aber wahrscheinlich kam die andere Bezeichnung, das ist ja der Erste Weltkrieg, vielleicht kamen die anderen Bezeichnungen erst mit dem Zweiten Weltkrieg. Wirklich. Oh, hier wieder. Der Berittene. Ein Berittener. Und da liegt er am Dreck. Mit seinem scheiß Gaul hier. Wollte er uns über den Haufen reiten. Au! Menschenskind. Wo kam der denn schon wieder her? Von hinter uns. Ich habe keine Lust. Ich habe keine Zeit zu bluten. Stürmt den verkackten Ballsaal. Es ist Balsam für meine Seele. Im Ballsaal nahm ich Balsam. So. Natürlich hier und da noch einige Orientierungsschwierigkeiten mit der Mappe, wie mein Kumpel immer so schön sagt. Er schießt kaputt hier die Hütte. Und jetzt. Oh, komm. Was ist das? Was lag da auf der Erde und hat vor sich hingefackelt? Oh, Leute, Granate habe ich rausgeschmissen. Seid vorsichtig. Ja und ja, ich bin ein Befürworter der Gewalt. Oh, ich kann mich wieder nicht entscheiden. Ey, Panzer. Oh, gerettet. Danke. Aber was? Dankeschön. Was für ein komischer Panzer mich dort über den Haufen geschossen hat. Schmeiß ich erstmal eine Granate raus, Junge. Ja, pass mal auf, Junge. Soll's mal sehen. Komm. Ja. Ach, Feind getroffen. Panzer nicht mal. Ach doch, ein, zwei. So, komm zurück in den verkackten Ballsaal. Ich weiß zwar nicht, warum das. Ja, Timer! Scheiße! Oh, Albert ist wieder in Gefahr. Ich weiß zwar nicht, warum das Krieg im Ballsaal heißt, weil der Kampf tobt ja auch in diesen komischen Backsteinhäusern. Und in diesem komischen Lustgarten da draußen, was immer das sein mag. So. Na. Hier muss noch einer stecken, natürlich. Er feuert ja schon. Dicker, guck du mal. Und eine Granate. Da hängt da in dieser Dreckshütte irgendwo drin. Aber ich sehe ihn nicht. Was schießt? Wer schießt? So, dann gucke ich mal hier rein. Da tippelt er doch schon da oben rum. Mann! Der muss da raus! Der muss da raus! Mit seinem sauertöpfischen Blick hat er mich angeguckt und mir Dynamit unter den Arsch geworfen. Das mich in tausend Stücke zerrissen hat. Ich sehe ihn aber nicht da oben. Jetzt haben sie schon die halbe Hütte kaputt geschossen. Aber er läuft noch da oben rum irgendwo. Kumpel hat ihn auch schon
Oh, Junge, pass auf. Ich hab die Granate auf uns geworfen. So ein Scheiß. Warte, Junge, ich geh mal hoch. Ich hasse ihn langsam. Diesen elenden Hundesohn. Mann, Dicker, schieß ihn doch dort zu Klump. Scheiße, Cäsar verloren und Albert ist auch schon wieder im Bedrängnis. Wieso eigentlich Cäsar und Albert? Kann man dann sich... Oh, da steht einer auf dem Pferd. Er sitzt, da sitzt. Alter, ist der aus Stahl oder was ist da los? Granate ist raus, ey! Man hat sich verpisst. Scheiße. Er saß dort sehr ruhig, Alter. Wie viel halten die denn aus auf diesem Scheißpferd? Bertha, doch Bertha. Bertha ist Bertha immer noch. Das ist schön. Das freut mich zu hören. Ich werde es zwar in der nächsten Runde wieder vergessen haben und mich fragen, wie es wieder heißt in Battlefield 1, aber dann höre ich wieder Bertha und meine Ohren sind wieder mit Freude und Wohlwollen erfüllt. Weil Bertha ist so ein schöner, klangvoller, so ein satter Name, so richtig, da geht ins Ohr. Meine Güte. Er knallt mich noch ab. Nein, eine Granate. Weg. Hilfe zählt als Kill. Schleich mich. Schleich mich mal hinten lang. Sollst mal sehen, am Rand der Mappe. Alle weg. Mache ich mir nun, reiße ich mir praktisch den Arsch auf für nichts und wieder nichts. Eine halbe Weltreise unternommen, nur um zu sehen, dass hier dann keiner mehr dasteht. So, wo gehe ich hin? Wo gehe ich hin? Da hinten war, glaube ich, Schluss. Gucken wir mal zu Emil. Oder Dora? Von nirgendwo. Ich sitze im Panzer, Alter. Kann man die Granate nicht kaputt schießen? Ja, der Weg zu Emil. Oh ja. Mein erster Panzerkill, glaube ich. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, bevor uns das Panzer um die Ohren geflogen ist, unser Weg zu Dora und Emil, oder, ja, wurde uns ja verwehrt. Wir wurden ja erschossen, just auf dem Weg dahin. Da heißt es jetzt erstmal wieder zu Cäsar. Diesen... Mann. Wir gehen um. Hier geht um. Aus dem Bild, aus dem Bild. Ach, da läuft er. Scheiße. Scheiße. Den hole ich mir. Den hol... Wo ist er hin? Granate raus. Ist er noch da? Da läuft er. Da läuft er. Ja. Ja. Juhu. Mit der Pistole. Der Spawn wieder im Panzer. Was habe ich jetzt für eine Kanone hier, Alter? Das Ding... Nur gut, dass ich rausgegangen bin, Alter. Das Ding hat schon auf dem letzten Loch gepfiffen. Eigentlich wollte ich was erzählen. Ach so. Die Rettungsaktion war für den Arsch. Ich bin zu fett. Oh, hier hinten stehen sie alle rum, Alter. Die Sniper. Wie blöde. Alter, Jungs. Macht was. Knallt was ab. Mir egal. Hauptsache. Ja, wir kriegen aber schon den Arsch ordentlich voll. Oh, ich verfalle schon wieder in seine bucklige Haltung hier. Vor lauter Anstrengung, Anspannung. So, jetzt Rechts-Links-Kombination. Kurz hier mal gucken, ob einer hier in der Ecke wimmert. Ey! Ah! Noch welche, verstecken! Jetzt. Kann ich's wagen, kann ich's wagen? Mann, ich will hier ins Getümmel. Ich will mitmischen. Alter. Da kommt schon. Mist. Ach, ey. Was? Na gut. Was mir noch gar nicht aufgefallen ist, ich war ganz allein in meinem Team. Scheiße.
Deckung, Deckung, Deckung braucht der Mensch, Deckung braucht der Mensch. Ich sterbe so schnell, ich kann keine ganzen Sätze mehr zu Ende reden. Deswegen, neues Team, war allein, neu zugewiesen, Spawn war scheiße. Mensch, Junge. Wir kriegen ja ordentlich auf den Sack. Aber richtig ordentlich. Junge, schieß! Oh, neben mir, Kameraden sind gestorben. Ja, komm, runter von deinem Gaul. Ich muss aufpassen, hier waren noch welche. Nicht der Leichtsinnigkeit verfallen. Immer Augen und Ohren offen halten. Junge, Junge, die überrennen uns hier. Alter, das ist der Wahnsinn. Da war doch gerade einer. Ja. Da kommt schon der nächste. Alter, wie die scheiß rausfliegen sind die. Sie quillen aus allen Löchern und da hinten. Oh, unser Luftschiff. Ist er noch hier? Ist er noch hier? Da ist er. Er zuckt gar nicht. Nein, keine Munition. Wir kriegen keinen Fuß auf die Erde hier. Anton. Oder nee, Albert. Ist der einzige Punkt in unserem Leben, der uns scheinbar etwas bedeutet. Alle anderen, Bertha, interessiert sich keiner mehr für die fette Eule. So, wieder mein Lieblingsspruch. So, weiter geht's. Muss man da echt mal was anderes einfallen lassen. Das geht mir ja selber auf den Sack. Aber wenn man so im Spielfluss ist, im Rausch, oh, weiß man nicht mal, was man sagt. Und man sieht auch nicht mehr, auf wen man schießt. Na dann hier rein. Da steht einer. Hier wird nicht rumgeballert mit irgendeinem Ding da. Einer hoch. Keiner da, keine Lust. Sehe ich hier einen im Ballsaal, eine leichte Sohle aufs Parkett legen. Scheinbar nicht. Dann erobere ich ihn jetzt mal. Kurz rausschniegen. Alter, das hört sich an, als hätte ich Hackenschuhe an. Dieses Getrippel. Tausend Weiberfüße mit Beschute, mit Pumps Beschute Frauenfüße. Junge, unser C ist das. Das hohe C, Junge. Vitamin C ist alles, was du brauchst, um erfolgreich zu sein. Mit den Toren habe ich auch nicht verstanden. Wieso sind die manchmal offen? Und manchmal bloß so ein Spalt. Aber ich krieg schon wieder. Ja, Hilfe zählt als Kill. Das ist okay. Mach schon weg. So, Dora oder was auch immer D ist. Ach nee, D ist ja hier David. Oh, David. Kann ich jetzt noch den Kopf schütteln? Bertha gehört uns wieder, das ist sehr schön. Bin ja ein unheimlicher Fan von Bertha. Oh, da hat einen abgekriegt. Au, ich auch. Von wo? Siehst du, David? Dieser Name ist so blöd. Stürm vor, Jungs, wir müssen Emil holen. Einer geschossen. Da ist einer. Mist, verdamm ich aber auch. Ah, da war, der war's. Au! Komm zurück! Ich spuck dich an!
Jetzt haben wir schon einige Punkte erobert, aber was ist da los? Sehr gut, sehr gut. Ich mal einen Hitmarker gekriegt, oder? Wo habe ich jetzt. Du Sau, hast mich vorne über den Haufen geschossen. Jetzt nicht mehr. Du Ratte. Königliches Hirschhornsalz. Für den Kuchen. Wir wollen einen Kuchen backen mit Hirschhornsalz. Keine Ahnung, was Hirschhornsalz ist, aber ich habe es, glaube ich, mal in Verbindung mit Kuchenbacken gehört. Oh, au! Habe ich doch gerade in der letzten Sekunde noch im Augenwinkel gesehen, dass wir Anton, ne, Albert schon wieder verloren haben. Und ein Kamerad gerade auf dem Weg hin war, um es zurückzuerobern. Dann habe ich mich kurz entschlossen, ihm angeschlossen. Scheiße. Er feuert auch eine Granate raus. Hab ich da einen Hitmarker gesehen? Jetzt muss ich etwas vorsichtiger sein, nicht dass er mich dann oben wieder an der Treppe über den Haufen schießt. Wer schießt denn hier schon? Alter, eine Granate, Alter, weg hier. Ja, geschickt bin ich hier in die Küche gerannt. Da ist er doch. Da kam einer von unten. Ich gebe anderen auf. Ich gebe anderen auf. Und sitze. Wir wollen nämlich Emil uns erobern. Oh, Deckung, Deckung. Deckung ist die halbe Miete, der halbe Weg zum Sieg. Scheiße, wo ist er hin? Er rennt doch durch den Zug, Alter. Ach ne, da läuft er. Da war doch noch einer am Zug spazieren gerannt. Da buckelt er sich. Ich muss vorsichtig sein, dass er meine Schritte hört. Gib Vollgas, Alter. Mann. Wir verlieren Einsatzziel. Scheiße. Aber jetzt bin ich erstmal bei Emil. Jetzt heißt das erstmal Emil erobern. Er lebt noch. Er checkt's nicht. Hoffe ich. Er hat's nicht gerafft. Also, er hat's nicht gerafft. Beim besten Willen. Da hilft auch kein Vitamin C. Ja. Der auf dem Pferd, der kann mich am Arsch lecken. Mann, hier sind noch Leute in der Gegend. Wir erobern Emil keinen Jota. Ja, nichts war das, gar nichts. Das war das. Er wollte noch ausholen, er wollte mir noch in die Fresse hauen. Dieser Hosenscheißer. Emil, hier sind immer noch Leute. Wieso erobern wir den Scheiß nicht? Wo stecken die Ratten? Im Wohnzimmer oder was das hier sein soll, ist auch keiner. Da läuft einer. Einer aufgebraten. Boah, schade. Man kann nicht mal in Ruhe seine Pistolenkills machen. Und verloren, ja, schade. Wir haben alles gegeben, glaube ich. Wir haben ordentlich, nicht wirklich Vollgas gegeben, aber... Spaß hat's gemacht, wieder mal, fand ich, ja doch, hetzte mal so eine Runde Battlefield 1 am Tag. So, und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage euch, ja, sage dann Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Das wollte ich euch sagen, sage ich euch. So, bis dahin, ciao.